Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Liebe Freunde, heute sind wir beim Arbeitsblatt Nummer 8 und es geht um die beiden Buchstaben Lalla und Wawa. Und fangen wir doch mal mit dem Lalla an. Und zwar verwenden wir Lalla für den Vornamen Lisa beispielsweise. Und was wir hier bemerken können ist, dass das Lalla dem Nenner sehr gut, also sehr stark ähnelt. Beim Nenner haben wir hier in der Mitte angefangen, halbwegs durchgezogen und dann links und rechts diese Halbmonde dran gesetzt. Hier ist das nur etwas anders, und zwar, dass wir hier ein Dreieck setzen und um das Dreieck die Halbmonde anhängen und oben, wie nie zu vergessen, die waagerechte Verbindungslinie ziehen. Nochmals. Hier so ein Dreieck und zwei Halbmonde dranhängen. Das variiert auch wirklich nach dem Stil der Handschrift. Manche ziehen das konsequent mit einem Dreieck durch oder man kann auch, einige machen es auch etwas runder, nicht so eckig, das Dreieck, und setzen dann zwei Oval Halbmonde, so machen das die meisten eigentlich. Nur wenn die Buchstaben gedruckt werden, sind die wirklich dreieckig. Das ist wirklich eine Sache des eigenen Stils. Aber was wichtig für uns hier ist, ist, dass es dem Nenner ähnelt. Hier ist das Nenner. Erst das Dreieck, zwei Halbmonde links und Spiegel verkehrt rechts und oben die Verbindungslinie. Das ist das Lilla in der Gurmukhi, wie das L bei Louisa und L'Oreal zum Beispiel oder bei Lisa, bei Ludwigsburg, Lilla. Limburg, da fallen ja so viele Wörter ein. Das Dreieck, zwei Halbmonde. Lilla. Lilla. Lala. Zusammenfassend ist es so, dass man mit einem Dreieck und zwei spiegelverkehrten Halbmonden das Lala darstellen kann. Kommen wir nun zum zweiten Buchstaben. Und zwar geht es hierbei um das Wawa. Nicht das Wawa wie das W, sondern das Wawa wie bei Vanessa. Es wird nämlich folgendermaßen geschrieben: Es ähnelt einem W. Einem W, das um 90 Grad umgedreht wird nach rechts und oben diese Verbindungslinie mit diesem vertikalen Strich verbunden wird. Das W sehen wir ja hier sozusagen. So ähnlich wie das W, wenn wir das so umdrehen würden, wäre das hier unser W. Nur dass die beiden hier nicht gleich lang sind, aber es sieht aus wie das W. Und wenn wir das W dann hier oben verbinden mit der Verbindungslinie, haben wir das Wawa.
Vava wie Vanessa. Der Begriff Vaheguru wird auch mit diesem Vava geschrieben. Deshalb neigen viele Gursiks auch dazu, wenn sie in Chat sind oder wenn sie Texte verfassen, dass sie den Begriff Vaheguru auch mit V schreiben, wie bei Vanessa, und nicht mit einem W. Das ist das Vava. Und kann das W als Eselsbrücke hierfür verwenden. Hier ist das W sozusagen um 90 Grad nach rechts geklappt, nach rechts gedreht und oben die Verbindungslinien. Die Vertikale verbindet das um 90 Grad nach rechts gedrehte W mit der durchgezogenen Verbindungslinie und stellt das Vava dar. Vava, wie V, Vanessa oder Valentin. Das W ist hier wirklich signifikant als Hilfestellung. Im Deutschen haben wir das V, hört sich eigentlich vom Klang her genauso an wie das F. Das V aus Volk, wie bei F mit Felix vielleicht. Aber hier ist das permanent ein Vava. Ja, liebe Freunde, und mit diesen beiden Buchstaben sind wir auch für heute durch. Und hierbei kann man das W aus dem Deutschen sehr gut dafür verwenden. Umklappen um 90 Grad. Dann haben wir das hier mit der Verbindung einer vertikalen zur durchgehenden Verbindungslinie ein Vava aus der Gurmukhi. Und ja, wünschen euch viel Spaß noch die Tage beim Üben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit den weiteren zwei Buchstaben. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Dieser Gurmukhi-Kurs dient lediglich als Hilfe zum Einstieg in die faszinierende Welt der Gurbani. Daher sollten die Teilnehmer zum Ende des Kurses weiterhin im nächstgelegenen Gurdwara das Erlernte mit einem praktizierenden Sikh üben und weiterhin vertiefen. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.